Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen. Ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute gibt's was für die Formel-1-Freunde. Nigel Mansell's World Championship Racing. Ich bin gespannt. Ich habe das Spiel damals nicht gespielt und werde es jetzt zusammen mit euch nachholen. Welchen Kurs fahren wir? Deutschland. 10 Runden, oder was? Ist ja was. Nein, 5 Runden. Setup. Wir nehmen hier automatische Schaltung. Wir nehmen hier weiche Reifen und wir nehmen hier mittlere Flügeleinstellung für guten Grip. Gut. Wir machen keine Qualifikation, sondern gehen gleich direkt zum Rennen. Wir wollen ja gegen Gegner fahren und nicht alleine. Okay, es geht los. Geht schon los, okay. Ich hoffe, ich kann genug quatschen nebenbei. Oh, schon Fehler mal. Schon genug quatschen nebenbei wird schwierig. Wird schwierig nebenbei zu reden, weil das Spiel braucht richtig viel Konzentration. Ah. Schon fast raus wieder. Da vorne ist einer. Da vorne ist der. Ich möchte nämlich nicht letzter sein. Mein Ziel ist es, nicht letzter zu werden. Ob ich das schaffe, das. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, Wetten abschließen. Und da könnt ihr auch in die Kommentare auch gleich mal reinschreiben. Warum schaut ihr dieses Video? Schaut ihr es, weil ihr NES-Fans seid oder weil ihr tierisch auf Formel 1 steht oder auch einfach beides? Eines schließt das andere ja nicht unbedingt aus. Arg, schon wieder ein Fehler. Letzter, come on! Ah, schon wieder links rausgefahren. Kann sie nicht sein. Okay, Konzentration, Konzentration. Muss das, ich zieh's durch, ich zieh's richtig durch. Nein, ich vernichte die Box, meine Reifen sind noch frisch und lecker! Ah, ja, fast rausgefallen. Es kommt gleich eine links, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ah, ja. Ich müsste auf der Geraden doch zumindest ein bisschen aufholen können. Ich mit dem links gleich noch mal rausgekippt. Na, hole ich nicht mein oder was? Ja. Also Speed kommt gut rüber bei den Game, muss man schon sagen. Speed kommt gut rüber. Ton ist, naja, da ist einer, da ist einer. Ah, nicht überholen können. Der hat mich nicht überholen lassen. Diese Schweinesau. Die Schweine so. So, ja, Gegner werden generell geschimpft natürlich. Ist klar bei solchen Spielen. Wie generell im Straßenverkehr. Jeder, der auf der Straße ist, ist der Feind. Ich mache nur Spaß. Aber manchmal, wenn man in Wien mit dem Auto fährt, fühlt es sich ganz so an, als wären alle anderen die Feinde. Also, die schenken sich echt nichts beim Autofahren. Verstehe das nicht. Weil in die Stadt eigentlich meistens mit dem Fahrrad rein oder mit der U-Bahn. Aber mit dem Fahrrad ist es auch schlimm eigentlich. In Wien mit dem Fahrrad fahren mit dem. Ja, ist so eine Sache. Ich sag mal, ich fühle mich nicht sehr auf mit dem Fahrrad. Ich fahre halbwegs normal. Und schaffe es selten, nach Wien rein und rauszufahren, ohne einmal beschimpft zu werden. Das ist ganz interessant. Zum Glück wäre ich nur beschimpft und nicht niedergerammt. Ist ja auch schon mal was. Ja. Aber interessant, ich spiele jetzt Formel 1 und natürlich auch das Radfahren. Toll. Eigentlich sollte ich euch was über Nigel Mansell erzählen. Das war ein ganz hervorragender Rennfahrer. Der ist nicht nur Formel 1 gefahren, sondern auch IndyCar, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren ausbessern. Also er ist jedenfalls nicht nur Formel 1 gefahren. Er war auf jeden Fall Formel 1 Weltmeister und noch in irgendeiner anderen Renndisziplin Weltmeister. Und zwar gleichzeitig. Also er hat es irgendwie geschafft, in zwei Rennserien gleichzeitig Weltmeister zu werden. Hat ein gutes Jahr erwischt damals. Würde ich mal sagen. Wenn du in zwei Rennserien Weltmeister wirst, dann weißt du auch, das war's jetzt. Das war die Spitze. Mehr geht nicht. Mehr wird's nicht werden. Schon irgendwie so irgendwie ein bisschen trauriger, aber
Ich hoffe, er hat es gut gefeiert damals. Ich hoffe, er hat es gut gefeiert. Ich habe ja damals auch Formel 1 geschaut, aber nicht ganz so viel. Ich habe eher immer mehr zu den Österreichern gehalten, natürlich. Ah, Rennen zu Ende. Erster Michael Schumacher, Deutschland. Zweiter Alesi und dritter Häkkinen. Ich habe es wohl nicht so richtig geschafft. Ich bin nicht so gut rübergekommen. Naja. Machen wir gleich noch eins. Was ist denn eine schöne Strecke? Nehmen wir mal das da, Ungarn. Machen wir wieder mal ein gutes. Machen wir ein anderes Setup diesmal. Mal ein bisschen ein. Wieder soft und ein bisschen auf schneller. Oder bessere Steuerung. Wir machen auf schnell. Qualifying sparen wir uns, machen wir das Rennen. Sollte man natürlich machen, das Qualifying normalerweise. Und im Start schlafen ist natürlich auch nicht so gut. Naja, Qualifying bringt es natürlich total, aber es ist zum Zuschauen jetzt ein bisschen zart und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal weg. Ah, links überholt, rechts überholt. Komm an. Lass mich durch. Wie abgehängt die Schweine. Voll abgehängt. Wieso haben mich die so hart abgehängt? Eigentlich müsste ich ziemlich schnell unterwegs sein können. Ah, vorbeigezogen auf der Geraden. Okay, da muss ich jetzt bremsen ein bisschen. Gut, ich wurde gebremst mit einem Zusammenstoß. Auch eine Möglichkeit zu bremsen. Einfach mal den Hintern des anderen inhalieren. Was hast du da? Zu weit nach links gekommen. Ja, ich mochte solche Spiele damals eigentlich ganz gern. Ich habe es aber meistens am Gameboy gespielt, diese Art von Games. Da hatte ich Ayrton Senna Super Monaco Grand Prix am Gameboy. Das habe ich voll gefeiert und viel gezockt. Das Spiel ist eigentlich recht ähnlich wie das hier. Ich glaube, nur am Game Gear bei Ayrton Senna gab es keine Boxenstopps. Die gibt es hier schon, das finde ich eigentlich ganz gut. Auch wenn ich sie jetzt nicht in Anspruch nehme. Ah, komm an, ich krieg dich! Sehr gut. Hey, Grafik finde ich eigentlich nett gemacht, es gibt sogar rauf und runter fahren. Wow, Mist, habe ich den nicht gesehen oder zu spät. Komm an, ich will an dir vorbeiziehen. Ich bin Zehnter. Zehnter, Leute. Zehnter, meine Damen und Herren. Und. Ah, ja. Kurz, ganz kurz noch Neunter gewesen. Ja, ich schaff das. Ich komme da noch vor. Ah, ja. Die Geräusche sind auch ganz gut gewählt. Ich meine, das Muttergeräusch ist halt bei diesen Formel 1 Games immer. Naja, was will man machen auch? Also, man muss ja ein Muttergeräusch machen. Und regen sich alle auf. Und wenn man dann eins macht, dann sagen alle, so fahrt das Motorgeräusch, Ursach. Naja. Ich bin neunter. Das würde ich auch gern bleiben. Mal schauen, ob ich das halte. Neunte Position. Ich taste mich jetzt mal langsam an den achten ran. Pitstop pfeife ich drauf. Ich versuch's ohne. Ah, Mist. Da ist der achte. Okay. Noch ein bisschen. Vorsichtig. Ah, ja. Gut gemacht, dann. Ich zieh vorbei. Achter. Bist du nah? Ich noch zwei Plätze und ich krieg Weltranglistenpunkte. Ab Position 6 gibt's World Ranking. Ah, ja. Ach, Dreck. Ärgert mich. Unnötig. Ich kann mich da total reinsteigern, wie ihr seht. Formel 1 am NES. Taugt mir total. Also da, richtig, richtig gutes Game eigentlich. Wenn man sowas heutzutage noch spielen kann. Ist ein bisschen absurd, sowas zu spielen vielleicht. Vor einer halben Stunde habe ich noch No Man's Sky gespielt und jetzt Formel 1 am NES. Na, warum nicht? Darf man nicht so sein. Beides hat seinen Reiz. Wobei auch bei No Man's Sky scheiden sich ja die Geister. Die einen feiern es extrem, die anderen kotzen extra ab. Immer die Rechtskurve nach der. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr auf dem 6. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich
glaube, ich muss vielleicht doch noch in die Box. Meine Reifen sind schon ziemlich am Ende. Aber in die Box reinfahren, glaube ich, habe ich gar keine Chance mehr. Ah, da ist Nummer 7. Come on. Weniger Fehler machen, mehr Gas geben. Ah, ja. Wo ist er? Das musste ich noch ausgehen. Den siebten hätte ich noch gern. Die blöden Reifen, genau. Ich bin jetzt in der vierten Runde. Das heißt, ich habe noch eine Runde vor mir. Das wird sich nicht ausgehen. Das wird sich haarscharf nicht ausgehen, Leute. Ich sehe das schon kommen. Das geht sich nicht aus. Und ich weiß nicht, ob man irgendwie Reifen sparen fahren kann in dem Game. Das ist mir nicht bekannt. Ich versuch's, ich riskiere es, ich fahre weiter. Ich zieh's durch. Jetzt habe ich aber rechtzeitig vom Gas runtergegangen und. War doch keine Runde mehr. Ich dachte, es ist noch eine. Michael Schumacher schon wieder mein erster. Immer dieser Michael Schumacher ist ja schon Fahrt. Gerhard Berger zweiter. Das kommt auch nicht so oft vor, dass der mal zweiter war. Ich war 8 oder so. Weißt du? Ja. Gar nicht schlecht, das Game. Gar nicht schlecht. Kann man zocken? Meine Wertung. Kann man auch heutzutage noch zocken? Wenn man auf sowas Bock hat, macht tierisch Spaß. Ist auf jeden Fall eins der besten Formel 1 Simulatoren am NES. Macht Spaß. Einstellungen gibt es aber nicht zu viel. Und super fein. Ich verlinke euch gleich mal noch ein Formel 1 Spiel für den NES. Zieht euch das auch gleich mal rein, ihr Formel 1 Freunde da draußen. Ich bin raus, ich freue mich über Likes und Kommentare und sage Tschüss.